würde ich an dieser Stelle jetzt einmal ja, den Blick auf den Artikelstamm noch mal kurz lenken und hier noch einmal ja, vom Ablauf her auch noch mal kurz den Artikelstamm zeigen. Hier sehen wir auch in erster Linie einmal unseren Artikelstamm, so wie die Maske dann entsprechend aussieht. Wie gesagt, auch hier haben wir, was den Aufbau angeht, die gleiche Struktur wieder, wie wir sie auch vorhin zum Beispiel im Kundenstamm gesehen haben. Oben wiederum unsere Buttons, dann einmal unsere Kopfdaten und natürlich wiederum hier die Registerkarten. Das Gleiche haben wir natürlich, was das Thema Validierung angeht, mit dem Speichern. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel die Artikelgruppe geleert, den Artikel versucht zu speichern und ich bekomme diese Fehlermeldung. Das heißt, auch hier erfolgt bei der Speicherung eine klare Validierung und solange diese Information nicht gepflegt ist, kann ich den Artikel natürlich nicht speichern oder ändern. Dann kommen wir auch zum Thema Pflege. Auch dies ist über die Berechtigung steuerbar und auch die Aufteilung der individuellen Informationen ist nach Bereichen hier durchgeführt. Das heißt, wir sehen als erstes immer unsere Registerkarte allgemein, wo wir ja, kurz und knapp ein paar Informationen, wie zum Beispiel unseren Meldebestand, Mindestbestand und Maximalbestand auf diesen Artikel allgemein pflegen können. Das könnten wir natürlich aber auch entsprechend auf Lagerebene, wenn wir mehrere Lager haben. Dann haben wir hier auch Informationen zu Höhe, Breite, Tiefe, die dann halt allgemein zu unserem Artikel auch wiederum gepflegt werden können. Gewichte, die halt hier informationsnah gepflegt werden können. Auch das Thema Verzollung, woher kommt dieser Artikel, könnten dann zum Beispiel hier definiert werden. Und das Ganze wird dann halt, wie gesagt, hier nach Bereich entsprechend untergliedert, dass wir hier auch auf der Registerkarte Verkauf dann nochmal weitere Informationen zum Verkauf definieren kann. Beim Verkauf sind es über die Jahre hinweg jetzt natürlich mittlerweile zwei Registerkarten geworden, weil dann halt immer mehr Informationen einfach dazugekommen sind. Und um diese Übersicht zu wahren, wurde das dann halt gesplittet. Und je nachdem haben wir ja hier über das Client-Side Customizing natürlich für Sie im Projekt die Möglichkeit, Felder zu entfernen, wo Sie sagen, okay, diese sind für uns nicht relevant, also sprich einfach auszublenden. Im Hintergrund würden die natürlich weiterhin bestehen bleiben, aber das Ganze können Sie sich dann halt individuell aufräumen. Ich würde empfehlen, das auf keinen Fall je Sachbearbeiter zu machen, sondern wir gehen es in den Projekten meistens eigentlich so an, dass man sich halt einmal zusammensetzt, die Felder sich anschaut und gemeinsam entscheidet, diese jeweiligen einzelnen Felder vielleicht auszublenden oder farblich zu markieren und dass das einmal global dann für alle gemacht wird, da sonst hier einfach die Gefahr besteht, dass der eine vielleicht, sage ich mal, über den VK1 spricht, der andere sieht aber an erster Stelle irgendwie den VK2 und dann sagt jeder, ja, das erste Feld oben links, aber dabei ist es ja vielleicht was anderes. Aber ich könnte das auch nach Berechtigungsgruppen machen, ne? Richtig, sehr gut. Ja. Ja, dass zum Beispiel die Abteilungsleitung alle Felder sieht, aber der Sachbearbeiter braucht vielleicht 10 Felder weniger. Und dann würde der auch 10 Felder weniger sehen. Das ist korrekt, genau. Also Sie haben dann entsprechend Zugriff auf die einzelnen Gruppen und Berechtigungsstrukturen, wo Sie dann sagen können, okay, die Abteilung ja, oder der Leiter soll mehr sehen natürlich als der normale Sachbearbeiter, der den Artikel erfasst. Und ich kann auch Leiter mit zusätzlich mit reinnehmen und ich kann auch Felder zusätzlich reinnehmen. Das ist technisch so erstmal nicht möglich. Wenn es jetzt heißt, okay, Sie sind jetzt hier im Kopfbereich, Sie haben neutralen Text 1, neutralen Text 2 und Sie sagen, okay, wir brauchen bitte noch Text 3 und Text 4, dann wäre das dann halt ein entsprechendes Customizing, weil wir auch auf Datenbankebene ja natürlich diese Felder hinzufügen müssten, damit diese Informationen dann natürlich dann auch nachhaltig gespeichert werden. Aber Sie haben die Möglichkeit, grundsätzlich Felder zu verschieben dann auch zum Beispiel. Das habe ich verstanden, aber das heißt, wenn ich neue Felder oder neue Reiter haben möchte, geht es nur mit Ihnen sozusagen.
Genau, also wenn es jetzt wirklich komplett neue Felder sind, die man dann halt benötigt, um Informationen zu pflegen, dann ist das dann ein Customizing, das von unserer Seite aus dann gemacht werden müsste. Aber das ist Customizing. Bei Reiter auch. Wie bitte? Bei Reiter auch sozusagen. Also das eine sind ja Felder, das andere ist, wenn ich sage, ich möchte einen neuen Reiter komplett haben, das ist auch Customizing, das ist möglich. Ja. Ja. Okay. Gut. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Einkauf, wo wir dann halt auch entsprechend unsere Einkaufsinformationen erhalten, wie zum Beispiel den letzten EK, kalkulatorischen EK oder einen gewichteten EK, haben hier Informationen zu unserem Hauptlieferant, Hersteller, was wir dann auch hier wiederum hinterlegen können. Wir haben auch am Artikel die Möglichkeit, Artikeltexte zu definieren oder nennt sich hier in unserem Fall halt Memos, bedeutet, dass wir hier zum Beispiel auch einen Artikelhinweis als Text hinterlegen können, welcher dann aufpoppt, wenn wir einen Auftrag oder ein Angebot erfassen würden oder auch speziell hier eine Bestellmemo definieren können. Das sind dann halt, wie gesagt, einfach so ein paar Informationen. Dann können wir zusätzlich auch Bilder pflegen zu unserem Artikel, die wir wiederum auch nutzen könnten, um diese Bilder dann zum Beispiel in einem Angebot oder einem Auftrag mit anzudrucken. Das ist aber dann halt, wie gesagt, individuell zu überlegen. Ich könnte auch hier Logistikinformationen definieren, zum Beispiel, dass ein Artikel halt nicht über einen Paketdienst oder nicht über die Tourenplanung verschickt werden soll. Das sind halt einfach, wie gesagt, alles Stammdaten, wo ich dann vordefinieren kann, die ich dann im Auftrag oder im Angebot dann gar nicht erstmal selbst entscheiden mehr muss. Dann ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema der Merkmale. Auch hier habe ich dann die Möglichkeit, im Artikelstamm einfach über die Registerkarte Merkmale meine Merkmale einzusehen und diese auch entsprechend am Artikel nochmal zu pflegen. Und diese Merkmale stehen mir dann später dann auch zur Verfügung, wenn ich dann suchen möchte oder diese Informationen als Merkmal irgendwie andrucken möchte oder anzeigen möchte, zum Beispiel auch für einen Online-Shop. Wie sieht das hier in Bezug mit dem PIN-System aus? Das heißt, bin ich hier frei von dass ich zusätzlich leite und Felder machen kann oder ist das alles Customizing? Nein, also diese Felder hier natürlich, das ist jetzt etwas, was Sie individuell gestalten können. Also sprich, ich habe jetzt hier zum Beispiel 6 Merkmale zugeordnet, könnte natürlich x-beliebige Merkmale am Artikel dann hinzufügen, beziehungsweise weitere hinzufügen. Das ist dann ein Konstrukt, wo ich dann halt frei definierbar bin. Gut. Wunderbar. Dann kommen wir einmal ganz kurz zum Thema Artikeleinheiten. Das ist auch eine Pflege, die wir für den Bereich Verkauf und Einkauf machen können. Hintergrund ist auch einfach folgendermaßen, dass wir einen Artikel zum Beispiel bei uns im System oder im Lager, sage ich mal, als Karton pflegen, aber als Palette vielleicht einkaufen oder vielleicht auch in einem Sack verkaufen. Das Ganze ist dann halt, wie gesagt, hier nochmal frei definierbar, dass wir hier wirklich, wie wir jetzt hier an einem Beispielartikel sehen, die Lagereinheit ist hier grundsätzlich Karton, aber ich könnte diesen Artikel, wie gesagt, als Palette verkaufen und könnte hier einfach angeben, okay, wie multipliziert sich das dann entsprechend zu meinem Karton? Sage dann, okay, einfach die VK und auch die Menge mal 8 nehmen zu meinem einzelnen Karton und kommen dann halt entsprechend auf das passende Ergebnis, wenn das dann so gewünscht ist. Dann ist dieser Dialog, diese Artikeleinheiten auch entsprechend zuständig für unseren Aufmaß. Das ist dann halt auch ein Thema, was wir in Ihrem Projekt speziell verwenden werden. Das sehen wir dann halt, wie gesagt, hier einmal kurz in dem unteren Bereich, wo wir einfach einzelne Mengen miteinander multiplizieren können. Das könnte dann halt hier zum Beispiel so aussehen, dass wir einfach eine Länge haben, eine Breite haben, wo ich schon Länge und Breite für ein Stück oder für einen Quadratmeter vordefinieren könnte. Könnte halt auch diese Breite zum Beispiel fix setzen, dass diese dann im Angebot oder im Auftrag nicht mehr verändert werden darf,
Und hier würde sich dann ein entsprechender Aufmaßdialog im Angebot oder im Auftrag öffnen, wo ich dann sagen kann, okay, ich möchte einfach 5 Meter mal 3 Meter und das System errechnet mir dann automatisch meine Quadratmeterzahlen, welches er dann ins, als Positionsinformation zurückgibt. Dann haben wir als nächstes die Bestandsinformation, wo wir einmal, wenn wir unseren Artikel pflegen, einfach mal zu unserem Artikel, unseren Artikel heraus Bestandsinformationen sehen möchte. Das ist einfach, wie gesagt, hier dieser Button Bestand. Der ist wiederum in sehr, sehr vielen Masken zu finden, wo wir auch entsprechend mit unserem Artikel arbeiten. Und das sehen wir dann auch, wie gesagt, später dann einmal auch über die Angebotsmaske, Auftragsmaske, Einkaufsmaske. Also da, wo ich, wie gesagt, mit einem Artikel arbeite, habe ich dann halt einfach diesen Button Bestand, um dann meine Bestandsinformationen aufzurufen. Und in erster Linie würde ich dann hier zu meinem ausgewählten Artikel und meinem Hauptlager die statischen Informationen angezeigt bekommen. Ich könnte das auch einfach hier über eine Lagergruppe mir selektieren, also sprich, dass ich sagen möchte, okay, zeige mir bitte meinen Bestand hinweg über alle Verkaufslager, weil ich nicht das Musterlager mit dabei haben möchte oder das Sperrlager mit hier rein berechnet bekommen haben möchte und könnte dann hier in erster Linie zu meinem ausgewählten Lager oder Lagergruppe meinen Bestand sehen. Sehe auch hier, was alles im Hintergrund reserviert wurde aufgrund von Aufträgen und sehe dann auch wirklich meinen tatsächlich zuteilbaren Bestand, über den ich aktuell verfügen könnte. Dann, das ist erstmal, wie gesagt, einmal die statische Ansicht zu meinem Bestand. Dann erhalten wir hier auch nochmal eine deterministische Ansicht, wo ich auch über einen Zeitverlauf sehen würde, wie sich mein Bestand über Aufträge und Bestellungen verändert. Wir sehen ja hier oder haben vorher gesehen, dass wir einen Bestand von 130 Stück haben und sehen jetzt hier im Monat Juli haben wir eine Lieferung, die jetzt schon leider etwas sehr weit in der Vergangenheit liegt, zum 1.7., wo halt eine Menge von 3 Stück dann gefordert werden. Somit ist mein neuer Bestand zum 1.7. dann 127 Stück und im Februar gibt es dann den nächsten Auftrag, wo wir nochmal 2 Stück ausliefern sollen und entsprechend mein Bestand sich wieder reduziert auf 125. Bestellungen und auch Betriebsaufträge für die Produktion, Materiallagerbuchungen und so weiter, die würden auch alle hier mit einfließen und in dieser Deterministik mit angezeigt werden. So kann ich dann halt wirklich genauestens nachvollziehen, okay, zum 15. März habe ich dann einen Bestand von beispielsweise 120 Stück oder zum 4. April habe ich dann einen Bestand von 200 Stück, weil sich dann halt wiederum eine Bestellung hier mit einbezieht. Daraufhin gibt es natürlich in Inventor auch einen Lagerjournal, ganz, ganz wichtig, weil wir müssen ja auch nachvollziehen können, wie wurde eine Buchung oder wie hat sich mein Bestand halt entsprechend verändert. Und sehen dann halt auch hier jede Art von Buchung, sei es über einen Auftrag, was hier in dem Fall unsere Rechnungsdruck ist, oder auch unsere Produktion, wenn es ein Betriebsauftrag ist, wenn ich eine manuelle Zubuchung mache, was ich natürlich auch machen könnte, würde dann auch hier mit aufgelistet werden. Ja. Schlussendlich, was wir vorhin einmal ganz kurz gesehen haben, einfach eine Lagerliste, wo ich dann über meine ganzen Lager hinweg den aktuellen Bestand sehen kann. Dann komme ich auch nochmal zu einem weiteren Feature oder ein paar weiteren Features im Artikelstamm, die ich auch nochmal pflegen könnte. Das sind einmal unsere Alternativartikel. Heißt einfach, ich habe einen Artikel, den ich verkaufe, und möchte gewisse Alternativen hier schon mal hinterlegen, die mir dann wiederum später bei meiner Auftragserfassung dann auch angezeigt werden,
Weil es kann ja sein, dass der Artikel jetzt hier 6687 vielleicht komplett vergriffen ist und möchte natürlich schnell und einfach eine Alternative meinem Kunden bieten, ohne weiter schnell suchen zu müssen. Kann dann halt mir die Alternativen anzeigen und sehe dann meinen Artikel 668 als Alternative. Dann können wir auch Zusatzpositionen definieren. Zusatzpositionen sind einfach weitere Artikel, die zu meinem Artikel, den ich verkaufen möchte, hinzugefügt werden können. Ich kann hier einmal entsprechend definieren, in welchem Mengenfaktor oder ob es eine fixe Menge ist, die dann zu meinem Hauptartikel dann verkauft werden sollen. Also sprich, wenn ich sage, okay, ich verkaufe ein Fahrrad, brauche ich halt immer zwei Räder dazu oder brauche einen Sattel dazu. Und dann kann ich das dann halt hier, wie gesagt, über diese Zusatzpositionen definieren und kann dann halt in einem Faktor oder mit einer fixen Menge das Ganze hier deklarieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Faktor VK und den Faktor VK Fix, weil hier habe ich dann nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, es soll für einen festen Preis dann immer als Zusatzposition mit hinzugefügt werden. Das könnte auch dann zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, okay, diese Zusatzposition, wenn die hier mit meinem Hauptartikel verkauft wird, soll dann für 0 Euro dann mitgegeben werden und oder zu einem individuellen Preis. Und natürlich kann ich hier auch konfigurieren, dass eine bestimmte Zusatzposition automatisch mit hinzugefügt werden soll oder nicht. Und ich ganz wichtig, ob es eine Pflichtposition auch ist. Weil es kann ja sein, ich möchte kein Fahrrad rausschicken ohne Sattel. Dann möchte ich auch diese Zusatzposition Sattel natürlich automatisch vielleicht in meinem Auftrag mit dabei stehen haben. Und die darf dann auch nicht mehr gelöscht werden. Und das Ganze wird natürlich in meinem Angebot bzw. in meinem Auftrag dann gemeinsam verbunden. Und hier könnte ich dann halt einen Gruppentyp deklarieren, der dann halt wie folgt aussieht. Info ist rein informatorisch, dass es dann halt farblich dann halt auch gekennzeichnet wird für den Mitarbeiter als auch für den Kunden, dass man weiß, okay, diese Positionen gehören einfach zusammen, hat aber keine weitere Prozesslogik, die dann halt weitere Prozesse steuert. Im Gegensatz zu anderen, wie zum Beispiel komplette Rechnung. Bedeutet, dass wenn der erste Artikel ausgeliefert wurde und der zweite erst 2 Wochen später, kommen diese beide Positionen nur gemeinsam auf eine Rechnung, wenn wirklich auch dieser Prozess abgeschlossen ist. Oder komplett bezieht sich dann halt auf den Versand auch. Also sprich, ich kann wirklich diese Positionen nur gemeinsam an den Versand übergeben und auch gemeinsam verschicken. Weil was soll der Kunde, sage ich mal, mit einem Fahrradrahmen machen, ohne die Räder und ohne den Sattel? Und wie bitte? Kann man das im Nachhinein ändern? Ich sag mal, wenn ich vorher gesagt habe, das soll komplett verschickt werden und ja, dann ein Teil davon hat aber Lieferzeit, die sich nochmal im Netz verschiebt, dass ich dann doch eins vorschicke. Ja, das können Sie dann im Auftrag selbst nochmal verändern bzw. manipulieren. Hier ist es jetzt halt, wie gesagt, einfach nur eine Vordefinition, welche Sie dann im Auftrag nochmal individuell anpassen können, weil Sie merken einfach, okay, der Sattel kommt doch halt vielleicht erst in 30 Tagen und kommuniziere das dann halt entsprechend mit meinem Kunden und kann den Fahrradrahmen früher schon rausschicken. Und dann gibt es halt natürlich auch nochmal so synchrone Gruppentypen, wo ich dann halt einfach sagen kann, okay, synchron heißt einfach, die sollen gleichzeitig in die Logistik mit reinlaufen, die sollen auch gleichzeitig dann in den Versand gehen. Und Synchronmenge ist dann halt auch nochmal eine Funktionalität, wo ich sage, okay, wenn ich halt einen Fahrradrahmen verkaufe, soll natürlich auch immer ein Sattel verkauft werden. Wenn ich 3 Fahrradrahmen verkaufe, dann bitte auch 3 Sattel. Und dieser Gruppentyp steuert dann halt immer automatisch auch im Auftrag dann die Mengenänderung. Ja, und last but not least gibt es natürlich auch nochmal Zubehörartikel, die ich im Artikelstamm pflegen kann. Heißt einfach, ich kann bestimmte Artikel über einen sogenannten Zubehörtyp als Zubehör deklarieren, kann dann später dann bei der Artikelauswahl
sagt, okay, ich habe meinen Artikel Amalfi-Teppich, zeige mir bitte alle Zubehörtypen als Beispiel Waschmittel oder Artikel an, würde dann halt eine Auswahl von Zubehörartikeln bekommen, die ich dann noch zusätzlich in meinem Auftrag dann hinzufügen könnte. Dann kommen wir noch einmal ganz kurz zu den Merkmalen. Kann ich kurz das ein bisschen darstellen? Ja? Weil wir schon mit den allgemeinen Sachen durch sind. Alternative Lieferanten habe ich nicht gesehen. Ja, alternative Lieferanten kann ich natürlich auch pflegen. Also sprich, wir haben einmal unseren Hauptlieferanten, den wir in dem Registerkarten, der Registerkarte Einkauf ja mal hinterlegt haben. Und wir haben dann nochmal die L-Kondition bzw. die Lieferantenkondition, wo ich dann halt für meinen Artikel nochmal zusätzliche bzw. abweichende Lieferanten hinterlegen kann. Das ist nur eine andere Maske dann. Das ist dann nochmal extra Maske, ja, okay. Richtig. Okay, gut. Ja. Dann noch einmal kurz zu den Merkmalen. Also wir haben in Inventor ERP die Möglichkeit, Merkmale zu verwalten. Die kann ich einmal hier über meinen Artikelstamm pflegen oder über die Merkmalsverwaltung. Herr Hieber, das haben wir ja entsprechend übers Thema oder beim Thema PIM ja mal besprochen. Grundsätzlich, worauf ich eigentlich hier hinaus möchte, ist, wenn wir diese Daten gepflegt haben, können diese Daten natürlich später auch bei unserer Suche im Artikelstamm oder in der Suche in der Artikelauswahl dann als Filter genutzt werden. Diese Filter können auch im Shop genutzt werden und dienen halt natürlich als super Einschränkungsmöglichkeit, sage ich mal, um einen Artikel identifizieren zu können. Ist natürlich auch eine sehr praktische Klassifizierung, um dann halt auch Informationen auch dem Kunden dann mitgeben zu können. Weil wir sehen ja auch hier zum Beispiel die Herstellungsart oder auch die Gesamthöhe und Stärke. Das sind halt auch Informationen, die dann auch auf einem, auf einem Beleg mit angedruckt werden können oder im Shop mit angezeigt werden können. Und hier könnten dann auch zum Beispiel auch Informationen drin stehen, wie zum Beispiel Bügelware ja, nein oder sowas, dass man dann halt auch einfach rein informatorisch und auch zur Filterung dies dann auch nutzen könnte. Soweit wäre ich dann auch erstmal mit den allgemeinen Funktionalitäten, also auch wirklich hier mal ganz grob zu unserem Artikelstamm durch. Gibt es hier erstmal Fragen zum Artikelstamm? Bis jetzt nicht. Sehr gut. Wunderbar. Dann würde ich jetzt eigentlich als nächstes zur Angebots- und Auftragsabwicklung kommen.